Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 im Koop zum Qualifying in Silverstone mit Mulchan. Ja, Freunde. Kackstrecke. Kackauto. Kann ich mehr. Oh Mann, ey. Das kann nichts werden. Ne, tut mir leid, ich glaube, das wird nichts. Aber was ist denn für eine Aufhängung? 6, 6, 10, 9. Da gehe ich mal runter. Ich gehe mal runter auf 5-5. Wenn du es jetzt fein, das Ganze ist nicht mehr umändern. Ja, ich glaube, 6-6 und 5-5 ist nicht der größte Unterschied, oder? Dann mach's. Mach's einfach, mir egal. Wenn ich jetzt die Weltrekordzeiten fahre, weiß ich auch nicht. So, hier raus die Scheiße, ey. So! Komm, das wird so ein Burner-Qualifying wie in Kanada. Da komme ich ins Q3 und krieg dann schon eine Strafe noch. Ja, das war ein Q1. Ey, wenn ich hier eine Strafe bekomme, ey, boah, ne. Dann gebe ich ja gleich das Rennen persönlich auf, ey. Das Rennen oder das Qualifying? Ich gebe alles auf, ey. Oh Mann. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst. Sonst gibt es eine Strafe. Also, Tobi, hier überhaupt nicht optimistisch. Nö. Also, er rechnet mit maximal Position 15. Ich bin mal gespannt, wie ich hier im Sauber denn bin, wenn ich in der Karriere bin, wie ich dann fahre. Viel besser. Aber der Unterschied zwischen Keltia und Toro Rosso merke ich schon nicht richtig, ey. Was? Ich merke schon den richtigen Unterschied zwischen dem Toro Rosso und dem Keltia in mir richtig. Den ersten hast du gesagt, kein Unterschied. Ey, doch, hier merkst du ihn auf jeden Fall, ey. Ich kann den Unterschied immer zwischen Caterham und Sauber ziehen. Ja, was mache aber ich denn die Toros und Sauber? Caterham und Sauber. Ja, dann machen wir dein erstes Fazit. Was? Dann sag uns mal dein erstes Fazit. Schon mal besser als ein Toro Rosso. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist ja auf jeden Fall gut fahren, ey. Nur der Reifenverschleiß ist auch ziemlich hoch bei dem Auto. Beim Sauber. Ja. Das ist immer so, Malaysia, kann ich so sagen, im Regen, Interminus nach 4 Runden tot. Ich musste in 25% rennen, in Malaysia muss ich 2 Stops machen. Musste jeder. So, wünsch mir Glück, ich bin auf einer schönen dummen Runde. Ach komm, ey! Gut, dass wir die Strecke nicht in der Liga haben, ey. Vielleicht doch. Ne, auf jeden Fall. Als 10. Rennen bestimmt nicht. Wir wollen uns fest zu machen. Versuch gleich mit dem ersten ins Q2 zu kommen. Meinst du, schaffst es? Werden wir gleich sehen. Von der Garde mit der ersten Zeit. Und die Zeit kriege ich auch noch hin. So, 34-1. Um die Gleiste, du blöder Toro Rosso! So reicht die Zeit ist locker weiter, oder? Das war die schnellste Runde. Weiß ich nicht. Du warst vor Maldonado. Das ist schon mal gut. Ja, ich bin vor, Philipp. Du bist denn gefahren? Ich bin auch keine schnelle Runde gefahren. So. Boah, ey. Okay. Und auf jeden Fall ist da noch was rauszuholen. Halbe Sekunde auf jeden Fall. Ich bin in 30-1 im ersten Sektor gefahren.
Sute ist schon mal hinter mir. Ich glaube, ich fahre wieder in die Box. Oh, oh, ein Sauber vor mir. Ceres. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ja, wenn man die Strecke gut kann, dann lässt sich es auch super fahren. Ich hab vorhin halt ein bisschen verkacken noch, ey. Das ist diese Rechtskurve da, die kennst du ja. 34,1, ey. Eigentlich nur für mich eine gute Zeit. Immer noch Erster. Es ist eine Sensation hier. Du bist Erster, wa? Mhm. Zeit? 33,1. Was ist, ey, boah. Das war nicht im Training, ey. Wo ist denn nur die ganze Zeit rum? Muss ich gleich mal gucken. Ja, schiebt mich rein, ihr Affen. Philipp. 29,9, 39,2, 23,9. Okay, ja. Ist vor Rosberg. Okay. Weber Erster. Vorteil ist, er ist mit dem Caterham schon mal hier gefahren. In der Karriere. Ja. Ich werde die Zeit nie fahren. Sag ich mal, jetzt ist schon so. Siebter bin ich, Achter. Er ist noch keine Zeit gefahren. Guterres, Vettel, Hülkenberg, Hamilton, Grosjean, Massa, die wieder alle vor mir sind. Komm, es sind denn schon mal 6. Nochmal 6 Positionen drauf. Das wäre dann 14. Okay. Sind wir so mein. Wo ich immer bin. 39,1 bis fahren im zweiten Sektor. Bist auf Verbesserungskurs. Was holt er hier raus? Und Erster, 33,053. Am letzten Sektor geht aber noch was, oder? Ja, geht überall noch was. Überall, ey. Zehnter, auch schon Elfter, wunderbar. Die Rundenzeiten werden schneller. Scheinbar werden die Streckenverhältnisse jetzt allmählich besser. So, habe ich schon noch Zwölfter, glaube ich. War das Zwölfter? Oh ja. Die Zeit fahre ich nicht. Hamilton ist gerade auf Bestzeitkurs. Ich freue mich schon auf Mercedes, ey. Da fahre ich jeden Affen in Grund und Boden. Okay, die Strecke. Außer mich. Und wir sind bereit. Hallo. Vettel Erster. So, also na, Hamilton Erster. Na, Hamilton ist Erster. Du bist Dritter, ey. Fick dich. Alter, wie kommst du damit so gut klar? Hast du ein anderes Setup? Mhm. Du denkst, es reicht, oder? Ja, für mich reicht es definitiv, ey. Für mich reicht es auch. So, aufgeben. Wo bist du gerade? Philipp? Wo bist du gerade? Boxeneinfahrt. Okay. Kannst ja auch auf Aufgeben drücken. Yeah! Boah, 16. verbessern. Niemals! Wo bist du geworden, Platz? 6, ey. Mit der Hammerzeit. Okay, sehr gut. Wer ist ausgeschieden? Ach ja. Beide Williams, beide Marussia und beide KTM. Hey, Tobi! Q2! Ja! Ja! Woo! Ein Erfolg, yeah! Wird eh nix werden, ey. Wenn jetzt gut reinkomme, ich raste aus. Kannst ja sehen, wie ich die Zeit rausgeknallt hab. Ah, will ich gar nicht wissen, ey. Guckst du überhaupt noch Koop?
Komm gar hinterher, ey. Brauch nicht mehr. Du auch nicht? Nee, ich komm überhaupt nicht mehr hinterher. Eigentlich braucht man es ja auch nicht gucken, weil wir beides ja selbst erleben, also. Warum brauchen wir es eigentlich gucken? Ja, um vielleicht beim anderen das Rennen zu sehen, ja, wie fährt der? Auf jeden Fall muss man mir keiner angucken. Ja, vor allen Dingen, manchmal finde ich es interessant, wie der andere die Linien dann wählt. Soll ich damit. Oh, ich kann doch nicht mit Soll ich mit den angefahrenen nochmal fahren? 88%? Meine haben 82%. Denkst du, die gehen nochmal? Ja, klar, ja, aber ich würde sie nicht nehmen. Boah! Präferenz 100 hier, falls hier runter. Scheiße, ah nee, ey Gott. Ach, ich fahre einfach irgendeine Scheiße hier zusammen, ist mir egal. Oh, das ist so dumm mit Rennfahren, ey. Oh Gott. Dann geht's eng nach Deutschland, ey. Nach ordentlichen Strecke. Da fahre ich alle weg, ey. Das sag ich dir. Kampfansage. Oh. Ich will den Rennen vor Philipp landen. Abwarten. Och nein. Och nee, das Bug gibt's nicht mehr, ey. Doch, gibt es noch. Was für ein Bug denn? Der scheiß Kamera-Bug, ey. Mach den Regen hier. Pfosten. Die finden wir wieder, ey. Dann muss ich fahren 33,5. Never. Wie kann ich diese dumme Kurve hier, diese alte erste Kurve, wie kann ich die voll nehmen? Du nimmst sie voll, indem du ganz kurz, bevor du allerdings selber runterschaltest, dann kannst du sie richtig voll nehmen. Oh, und daran denke ich, war, danke. Die schnellen S ist die nämlich fast alle voll, ey. Außer den Ausgang, oder? Ja, das ist die letzte Kurve. Komm, Tobi, hau ein Ding raus. Diese Rechtskurve, ja? Da bremse ich und gebe ich gleichzeitig auch ein bisschen Gas. Das habe ich mir auch mittlerweile angewöhnt. Wieder antrainiert, du hast gesagt, dieses gleichzeitig Gas und gleichzeitig Bremse. Damit das Auto in Balance bleibt. Die erste Kurve kann ich voll nehmen, das ist überhaupt nicht das Problem. Schon verkackt die Runde. Meine ist auch schon verkackt. Du hast ja recht, Alter. Kurz runtersteigen, bam, durchfahren. Hm, kannst du durch. Geil. Du gut, oder? LOL! Den Trick habe ich im Geldtable rausgefunden. Weil ich überlegt habe, wie kannst du die Kurve am besten nehmen? Deswegen wird er so gut. Cheater!
Hast du den Trick jetzt angewandt gerade eben? Ja. Und? Klappt, oder? Klar, bitte. Im Moment bist du draußen. Du musst dich mindestens auf Platz 10 verbessern. Sonst findet Q3 ohne dich statt. Ist ja Weltklasse, der Trick. Was passiert? Oh, 83.000. Film auf die 10. Zeit. In der 1.34.0 gefahren, 003. 33.3. Mann, da kann man aber draus holen, Mann. Aber der Trick ist gut, oder? Ja, der Trick ist super, ey. Einfach kurz antippen, oder? Was einen Gang gleich mal ausmacht, war? Ja, durch die Motorbremse. Ganz kurz, die du da durchaktivierst. Und du musst ja nicht nur kurz zucken mit dem Wagen. Das kannst du ja besser, wenn du mal runterschaltest. Weil der schaltet ja auch mal nicht mehr. Wenn du eigentlich ohne runterzuschalten bist du ja am 7., dann ist ja schon fast, ist ja schon so 7 beim Grün, ja? Wenn du runterschaltest, ist ja beim 7 Anfang und deswegen... Es ist so, keine Ahnung, so geil. War dann die Box. Ich freue mich über den 14. Platz, dann hoi. 12. bin ich nur noch. Ich kann auch mal die angefahrenen Reifen fahren. Die 88% da. Boah, die, ja, genau 88% waren das. Bist du da hinter mir? Bist du das? Ja. Ach, der da. Bestimmt fährt er jetzt durch mich durch. Mann, stehen da viele Leute bei Toro Rosso. Und durchfahren, komm. Nee. Oh, er wartet. Warte. Er wartet. Nicht der Bug mit dem Durchfahren? Codemaster, sehr gut. Ein Pluspunkt. Du fährst doch mal raus, oder? Ja. Ich auch. Was muss ich denn fahren? 1,33,2. Ach, 1,33,1. Niemals. Niemals. Alter, ne. Aber eine Riesenlücke, ne? Alter, das sind 18. Alter. Alter, leck mich am Arsch. Vielleicht Platz 13 oder 12 wäre geil. Ach, 12. bist du, ja. 13 wäre cool. Ich muss immer reißen. Bin schon mal vor Sutil. Schon mal gut. Und mein zweiter Sektor. Ich könnte mein Ziel mit Platz 15 unterbieten. Mein dritter Sektor ist zu schwach. Achte auf die weiße Linie. Aber ich hole richtig viel im zweiten Sektor raus. So, auf Mager. Dann fahre ich nachher schöne zwei fette Runden. Ja, das mache ich auch. Ja, sind angefahren, Mann. Halt deine Fresse. Ich nehme neuen Satz. Na, ich habe ja nur noch einen. Und den werde ich bestimmt nicht jetzt im Qualifying verwenden. Ich habe noch zwei Fische. Ja, nur einen. Bist du nur noch einen? Weil ich den Training einen verwendet habe, weißt du nicht? Ach ja, stimmt. Da war ja was. An die 33, die knacke ich heute noch, ey. Die will ich auch noch knacken. Was denkst du, fahre ich im Sauber? 1,32,8 oder sowas? Ja. Boah. Also mich wundert selber, dass ich hier auf einmal so stark bin. Ja, auf einmal war. Ja. Privaten Trainingsstunden. Ja, weil du durch mich bist du besser geworden. Schaltest du in der ersten Kurve auch runter? Nein, komplett voll. Scheiße! Nicht mal antitschen.
Einfach nur voll. Dann musst du den Scheiterpunkt auch perfekt treffen. Ja, den musst du perfekt treffen. So, komm, Baby. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Ich habe den Raikön erstmal vorbeigelassen. Der ist sich erstmal zusammenleckt. Mein Gott, Raikön, was soll denn das, ey, ganz ehrlich? Ich lass dich für deine schnelle Runde, dazu kannst du mich auch mal in meiner schnellen Runde vorbeilassen, ey. Komm jetzt, der Auto, mein Gott. Irgendwas reißen muss ich doch hier. Gott, ey. Noch 2 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Platz 14 gebe ich mich zufrieden, ey. Die 2 Runden waren voll verkackt, ey. So schlecht, ey. Warum ist diese KI einfach so stark? Das kann doch nicht sein, ey. Nein! 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 Was passiert? Nein! Was ist? Nein! Nein! So ein paar Tausendstel? Nein! Strafe! Drecks abkürzen, ganz ehrlich! Abkürzen, wo denn? Oh, im letzten Sektor, ey. Was war das für eine Zeit? 2 Zehntel vor Crochons Zeit im nach dem zweiten Sektor. Nein! Nein! Noch 30 Sekunden. Nein! Eggert 14. Wunderbar. Qualifying. Nein. Ganz geil, ey. Eine Kackstrecke. Oh Mann, ihr war top
10 drin, ey. Bist du die Runde jetzt langsam? Oh. Scheiße. Och, Menno, ey, was ist denn das für eine Scheißkurve, ey? Nur 12. Boah, bist du schlecht. Gut, boah, Freunde, also das kann nur ein besseres Rennen werden. Philipp, wir machen es nicht so wie immer, wir nehmen jetzt gleich ganz noch weiter auf. Also wir gehen nicht extra raus. Okay, wenn du das so möchtest. Okay, Bock ist doch extra was rauszuschneiden oder so. Okay, machen, okay, also dann. Bis zum Rennen. Tschüss. Oh.